zu einer neuen Folge von Minecraft und zwar sogar einem neuen Projekt Minecraft Beyond vom FTB Server. Ja, das was hier gebaut ist, habe ich gar nicht gebaut. Ich bin hier bei Mephisto 2051, den kennt ihr auch aus Minecraft City oder diversen anderen Projekten. Und ich möchte euch gerade mal zeigen, wo die wohnen, wie das bei denen aussieht. Und dann werden wir zum Ende zu meinem Wohngebiet sozusagen gehen. Die haben hier auch schon eine Schmelze stehen. Und ich habe, oder jeder von uns hat von Navia, der ist nämlich auch hier auf dem Server, hier so einen Teleporter geschenkt bekommen, zu dem gehen wir als nächstes. So, der ist hier, der wohnt hier. Der hat schon einen Haufen Technik, der nimmt ja gar nicht auf. Ja, der spielt einfach nur so. Bei Mephisto gibt es Folgen und bei dem vierten Mitspieler, der gerade hier ist. So sieht es bei Mavia aus. Der hat hier schon diverses ME-Zeug stehen. Ich weiß gar nicht, ob das ein funktionierendes ME-System ist. Ja, da. Moment. Unglaublich. Ja, Mavia geht immer voll auf Technik. So. Gut, dann gibt es noch eben den vierten Spieler, den Nym. Den kennt ihr auch. Mit dem habe ich andere Sachen aufgenommen. Zum Beispiel, was war denn das? Ein Schreitier, ein Zombie? Da unten ist irgendwo ein Zombie. Können wir mal kurz vorbeischauen? Na, hier nicht. Okay, wenn da jetzt nichts da ist, dann wollen wir da auch nicht weiter stören. Euro Truck Simulator. Bei Minecraft City war, glaube ich, auch dabei. Ja, ist der andere Minecraft Let's Plays. Der baut also hier in dieser Gegend. Wir sind über die ganze Map verteilt. Ich kann euch hier mal ein bisschen was zeigen. Wir gehen erstmal zum Spawnpunkt. Der ist nämlich hier. Ja, und ich bin hier eine ganze Ecke durch die Prärie gelaufen. Bis ich dann hier zu Nym gefunden habe. Dann bin ich noch ein bisschen weiter gelaufen bis hier an den See und dann habe ich mich aber mit dem Bötchen auf den Weg gemacht, weil es mir einfach zu viel war, da überall rumzulaufen, weil ich war auf der Suche nach einer Wüste. Ja, hier habe ich eine gefunden, da siedeln wir auch. Und ich werde so ähnlich bauen wie Nym. Ja, Nym hat hier angefangen oder wird hier so ein mittelalterliches Dorf-Stadt-Gebilde erstellen mit verschiedenen, was war denn da drin? Ach nichts. Mit verschiedenen Gebäuden, wo die Funktion der Gebäude wichtig ist. Zum Beispiel wird seine Schmiede in einer Schmiede sein, wird eine Mühle bauen, wo er das Getreide und Essen lagern kann, ja. So werde ich das auch machen. Der Server ist jetzt schon ein paar Tage alt. Fast eine Woche, glaube ich sogar. Der ist sogar eingestellt. Zu mir, oder? Ja, hier. So. Hier ist ein Tempel oben. Guck mal gerade, was ich noch oder kann. Das hier nehmen wir mal mit. Hier ist dieser. Den habe ich schon gesucht. Warte mal, wir könnten mal gerade Durability 8. 182. Das müsste sein, wenn es 1 zu 1 ist, 190, aber es ist sogar ein bisschen mehr. Also lohnt sich das. Genau, dann habe ich hier noch einen Platz frei und da wollte ich noch irgendwas, diesen Dinger wollte ich noch mitnehmen.
Ja, da habe ich nämlich schon zwei Stück gefunden. Ich habe hier erstmal in einem Wüstentempel gebaut. Ich habe mich runtergebuddelt, wieder alles verschlossen, sodass keiner gesehen hat, dass ich dort war. Habe ich gerade Angst, dass das ist. Habe mir alles geholt, das ganze TNT und alles. Und dann war ich jetzt gerade in der letzten Zeit damit beschäftigt, da hinten diesen Berg umzubauen, beziehungsweise mal etwas, ja, umzugestalten, weil da wird unser großer erster Part stattfinden. Ihr wisst, ich bin immer vor allem. So, ich habe hier sowas Ähnliches angefangen wie NIMP. Ne? Ich habe mir hier extra eine Schmelze gebaut, direkt neben der Lava, dass ich die Tinkers-Schmelze auch schnell befeuern kann. Die Ores können wir mal lassen. Oh, das hier ist nur Tinker hier. Genau. Unsere kleine Schmelze. Hier habe ich schon angefangen, den Weg zu buddeln. Dann haben wir hier mal im Moment noch eine Baumfarm stehen. Die kommt natürlich später weg. Dann haben wir hier diverse Apfelbäume, wo wir uns lecker Essen machen können. Und hier unser Wohnhaus. So, und diesen Dinger stellen wir mal noch dahin. Ja, ich habe keine Ahnung, was für einen Effekt die wirklich auf mich haben im Moment. Ich glaube keinen. So, die Äpfel tun wir dahin. Ein bisschen was sortiert. Aber noch nicht so viel, ja. So, und ich möchte mich jetzt eben daran machen, unser erstes Gebäude zu erstellen. Das soll nämlich ein Tempel werden. Ich habe mir auch schon ein bisschen was überlegt, wie der Tempel innen aussehen wird. Wenn ich es hinkriege, dann wird es sehr nice. Also, hier habe ich mal ein Sechstel von dem Berg hier entfernt. Damit war ich jetzt die letzten Stunden beschäftigt. Und ich weiß gar nicht, ob der Ton gut ist. Ich hoffe mal. Ich werde es jetzt diese Folge so lassen mit dem Ton und dann in der nächsten Folge das ein bisschen ändern. So, ich habe mir nämlich einen Plan gemacht, wie ich bauen muss. So, wir werden bis hier rausgehen und dann haben wir von hier aus 5 Blöcke, 2, 4, 5 bis hier. Und hier fängt dann die eigentliche Tempelwand an. Hier vorne kommen jetzt erstmal ein paar Säulen hin. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache das 5er Säulen, weil die sonst ein bisschen klein sind. Ja. So soll das sein. Ich hoffe mal, dass das von den Dimensionen her passt. Weil wenn die Säulen dicker sind, müssen die natürlich auch ein bisschen höher sein. Nicht, dass die das ganze Gebilde dann erschlagen. Wobei ich eben jetzt gerade im Moment genau dieses Gefühl habe, dass das zu viel wird. Egal. Wir müssen, wie viele Blöcke können wir denn da hoch? 2, 4, 6, 8, 10. 10 Blöcke hoch und 5 breit. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Und ich habe sowieso hier falsch gebaut. Also das werden wir jetzt kurz austesten. Das Problem ist, die Dreier Säule. War da gerade ein Zombie? Ja. Interessant. Wo kam der denn her? Die Dreiersäulen sind einfach, ja, wie soll ich sagen, hässlich. Und die Vierersäulen bzw. Zweiersäulen
die wären wahrscheinlich der Kompromiss, den ich eingehen muss. Dann muss ich aber, ehrlich gesagt, mein ganzes Konzept ein bisschen überarbeiten, weil es war auf 5er Säulen ausgelegt. Und dann muss ich, fange ich mal da so an. Gut, also da haben wir zwei Luft, drei Luft, glaube ich. Jawohl, drei Luft. Müssen das natürlich alles symmetrisch machen. Ich habe hier angefangen, das hier so zu machen. Moment, 1, 2, 3. Dann war das schon wieder falsch. Es war eine ganz schöne Arbeit, weil hier der Sand und alles, das abzutragen. So, dann machen wir wieder drei Platz. Dann lassen wir nochmal drei Platz. Und dann gucken wir mal, wie das von der anderen Seite wird. Drei Luft. Naja, seht ihr? Und genau das ist das Problem. Aber wenn wir das so machen wie von Anfang an, dass wir eigentlich hier hingehen, dann passt's. Dann wird in der Mitte eine etwas größere Lücke sein, das wird sowieso dann der Eingang hinkommen von unserem Tempel. Der muss ja zentral liegen. Dann passt das wieder. So, wenn wir das hier jetzt gleich alles gemacht haben, dann geht es auch ein bisschen schneller, weil ich mir schon einen Builderswand gebaut habe. Ist ja nicht so teuer. Also Moment, drei haben wir. Dass wir hier jetzt gerade nicht mal, ups, nicht unbedingt gestört werden, dann können wir hier in Ruhe weiterbauen, obwohl Nacht ist. So, hier muss noch eins dran. So. Und hier ist der Mittelabstand 4, 3, 3, 2, 3, 3, 2. So, das passt also. Jetzt haben wir zumindest mal hier die Struktur. Auf der Minimap ist es auch schon zu sehen. Wir gehen jetzt kurz schlafen. Ich fühle mich einfach sicherer, wenn Tag ist. Und dann werden wir jetzt mit dem Iron Wand. Ich weiß gar nicht, wie viel Haltbarkeit der hat. Müssen wir gleich mal austesten. Die Säulen hier machen. Und zwar habe ich mir da auch schon was überlegt, wie ich mir die baue. Und vor allem. Och nee, der geht bloß horizontal. Das ist ja, das war ja sehr intelligent, was ich da gemacht habe. Okay, also, schade. Dann funktioniert es so nicht, dann müssen wir es doch per Hand bauen. So, wir haben 3, 4. Nur 4 oder 5? Ich glaube, ich mache 4. So, nach 4 Blöcken Höhe machen wir nämlich hier so ein Ornament rein. Achso, das passt jetzt auch nicht mehr. Verdammte Axt.
weil wir ja hier, ich habe auf 6 bzw. 12 Steine für die Säule gerechnet. So, dann machen wir es halt so. Sehr ungeschickt, jetzt habe ich nämlich vergessen, wie weit wir da hoch sind. 1, 2, 3, 4. 4 Blöcke. Und hier haben wir 2, 3. Also nochmal eine Lage drauf. Und dann kommen nochmal diese Blöcke hier. Die können ruhig ein bisschen anders angeordnet sein, die müssen nicht immer gleich sein. So, jetzt würde eigentlich noch etwas anderes kommen. Da machen wir jetzt mal Platzhalter rein. Und dann kommen noch mal zwei Blöcke. Und dann fängt schon unser Dach an. Ja. Ja, das müsste passen. Oder wir machen nur einen. Alle Platzhalter. Ich muss mal gerade auf meine Vorlage gucken, die ich mir da erstellt habe. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier wieder runter? Ohne dass wir uns das Genick brechen. Relativ okay aussieht. Ich denke doch. Wie gesagt, oben, wo der Sandstone ist, also hier diese Reihe, die bekommt noch eine Besonderheit, wenn es soweit ist, wenn wir diese Ressource haben. Also 4, 4. Dann kommt wieder irgendein System von diesen Blöcken. Dann kommen die Platzhalter. Und dann kommt noch eine Reihe von den Säulen. So, und die dritte Säule machen wir auch gleich. Ich werde jetzt mal einfach diese Säulen hier fertig bauen.
Platzhalter. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich hier runtergehe. Ich möchte eigentlich weniger gerne sterben. Wahrscheinlich werde ich hier schon in jedem Turm auch in jede Säule irgendwas einarbeiten, dass ich da schnell hoch und runter komme. Jetzt guck, seht ihr, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich oben vergessen, noch eine Reihe von den Säulen draufzusetzen. Aber vielleicht machen wir uns da einfach schnell. Wie heißen die denn? Leitern. Leiter. Einfach Sticks. Holz haben wir. Einfach die linke Taste gedrückt halten und über die Felder fahren, die man braucht. So einfach ist das. Was sagt der Tag? Ist bald schon wieder rum. So können wir nämlich in jeden Turm hochgehen. In jede Säule, verdammt. Was einfach auch praktisch ist. Falls wir mal da oben irgendwas warten müssen. Oder wir haben später vielleicht noch andere Ideen. Über was. Und dann brauchen wir das sowieso. Ja, hier hatte ich ja was vergessen. So. Gut, läuft eigentlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ich wieder so ein Projekt mache. Und ich bin dadurch auch sehr motiviert, wenn ihr dabei seid. Dann macht es Sinn, dass man einen Let's Play macht oder Let's Build oder whatever. Es ist einfach so, dass wenn man regelmäßig Zuschauer hat oder Leute, die ein Video anschauen, dann macht das Ganze ein bisschen mehr Spaß. Und deshalb freue ich mich darauf, auch zu sehen, welche Informationen oder welche welche Vorschläge ihr noch habt. Ja, es wird halt eine Wüstenstadt. Könnt ihr gerne Bauvorschläge schicken. Ups. Warte mal. Wir sollten da auch ein bisschen Licht reinmachen. Also wenn ihr Ideen habt, wie man gut bauen kann, dann schreibt es mir einfach. Ich bin eigentlich aufgrund der Kommentare, die ja nicht so zahlreich sind, leider noch nicht, habe ich immer die Möglichkeit, alle Kommentare zu lesen. So ist es bei mir. Und
wichtig zu sehen, was ihr dazu sagt. Für mich. Ja, wir werden sicherlich auch irgendwann demnächst mal wieder mit den anderen aufnehmen, gemeinsam. Heute passt das jetzt bei mir nicht. Deshalb habe ich eben mich alleine aufgenommen. Und da kommt man auch ein bisschen mehr voran vielleicht sogar. Da ist man nicht so abgelenkt. Ups. Wollte ich nicht. Sehr schön. Gut, ausgeleuchtet habe ich eigentlich soweit hier alles. So dass ich eigentlich auch schlafen kann. Genau. Schön. So, wir haben jetzt schon fast eine 30-Minuten-Folge. Das ist eigentlich für mich viel zu lang, aber ich möchte die Säulen fertig kriegen. Eine fehlt mir nämlich noch. Und ich habe wirklich richtig gerechnet, was die Anzahl der, der Hieroglyphen Blöcke angeht. Es wird genau aufgehen, obwohl ich eigentlich, nee, es sind bleiben sogar welche übrig. Na dann. Besser ist, bleiben welche übrig, wie wenn du dann nochmal anfangen musst zu chiseln. Finde ich zumindest, ja. So, und was ich jetzt wieder vergessen habe, war die Leiter. Aber so viele haben wir auch gar nicht mehr. Aber auch das hat ganz genau gereicht. So, das war's von der ersten Folge Minecraft Beyond. Ich weiß nicht, ob ich das hier vielleicht wieder zu einem Minecraft City umbenenne. Ja. Oder Cities. Wäre eigentlich passender. Boah, was sind das für ein Baum? Da gibt es 2, 4, 6. Oh, da steht jemand. Nein, 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 nein. Glaube ich. Das war knapp. So, wir haben 4 Äpfel. Jetzt zeige ich euch nämlich noch und dann kommen wir ein bisschen weiter weg an. Und dann so, 4 Äpfel. Oh, das sind noch mehr Äpfel. So. Es gibt nämlich ein geiles Rezept und das ist Karamellapfel. Ja? Karamellapfel ist ein geiles Rezept. Du machst es nur aus einem Apfel, einem Stocken und ein bisschen Zucker. Zuckerrohr habe ich auch, wenn ihr auf der Minimap schaut. Warte mal, ich zeige es euch schnell. Ihr werdet gleich erstaunt sein. Hier habe ich ganz viel Zuckerrohr schon angebaut. Deshalb kommen wir super an Zucker. So, den Zucker müsst ihr einfach in die, also aus Zuckerrohr Zucker machen, den Zucker in die Kanne. Daraus gibt es Karamell. So, und dann den Karamell mit einem Apfel und 6 Stöckchen. Also für jeden Karamellapfel braucht man auch ein Stöckchen. Gibt den Karamellapfel. Und der Karamellapfel gibt 3,5 Keulen. Genauso wie das Toast. Ja? Der normale Apfel gibt lächerliche 2. Deshalb, sammelt das Rezept. Ja,
das soll's von der heutigen Folge Minecraft Beyond gewesen sein. Habe ich gerade schon mal gesagt, ich weiß. Aber wir wollten jetzt das nochmal angucken, von ein bisschen weiter weg. Ja. Sieht doch nicht mal so schlecht aus, finde ich. Wenn man näher hinkommt, sieht man auch, dass da Hieroglyphen draufstehen. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo, was ihr wollt, einfach machen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.